Willkommen zurück zu Uncharted 4, Folge Nummer 2, ein höllischer Ort. Ja, nachdem wir nach unserer Schlägerei erstmal in Einzelhaft gekommen worden sind, sind wir jetzt wieder rausgeholt worden. Und wir laufen mal hier schön gemütlich den Gang entlang und schauen, was uns erwartet. Okay. Vielleicht werden wir ja entlassen oder rausgeholt. Abend lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Die Treppe rauf. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Sí, 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 amigo. Wir machen das alles. Hey, ist ein schöner Tag, nicht? Ui, es geht nach oben. Licht und Sonne. Ja, keine Ahnung, was jetzt kommt. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo! Ja, ja, als Ausländer scheinen wir nicht besonders beliebt zu sein in Panama. Huefense! Quietense, cabrones! Hey, hey, tranquilisa. Scheint, hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Sag ich doch. Laufen wir mal hier dem Aufseher hinterher. Na, was los? Da rein wahrscheinlich, oder? Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Jetzt bist du früh genug raus. Okay. No escuchaste. Ah, hier ist die Abteilung, wo die Gefangenen Prügel bekommen. Gehen wir da mal rein, oder? Ist der andere uns hinterhergelaufen? Nö. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. Der ist in Kampf. Bien. Naja. Ist nicht so gastfreundlich hier der Knast. Ich gehe mal weiter. Mhm. Die Ratzen wohnen auch da. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Ist der noch hinter uns, der Typ, oder wie? Ja. Okay. Oh, gehe ich richtig? Keine Ahnung, wo lang? Ach, da lang. Ich glaube, wir werden entlassen. Feierhaft werden wir entlassen. Nach dir? Ehrenhaft sogar. Nach mir? Okay. Oder nach uns? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Ey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Ein höllischer Weg. Der ist nicht mehr da. Der hat uns reingelassen, oder? Nach links. Nö, wo ist denn der? Ach so, der kommt nach. Nach links, wenn ich nach rechts gehe. Das andere links. Aha. Ja, man kann es ja mal probieren. Hey. Ganz schön grobe Angelegenheit hier. Gehen wir mal dahin. Das ist doch ein Ausgang. Da wären wir. Oh, schön. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns doch rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Alle korrupt da in den lateinamerikanischen Ländern. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Draufgerissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Mist, kein Wasser mehr da, aber beduscht. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Das Spiel ist so cool von der Story her und allem. Der Gunsplay. Ja, ich kenne die. So viele Rotzspiele. Endlich zur Sache. Keine Story, einfach nur flach und behindert. Aber das ist wirklich so cool. Ich bin wieder still. Eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses.
Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. So, jetzt geht's wieder los. Es ist auch genug geredet worden. Ich brauche jetzt ein bisschen was Actionreiches. Brief. Por favor. Ich hab's gespürt, dass wir freigelassen werden. Klettern. Okay, liebe Leute. Du möchtest vorgehen, weil du ja einen Anteil willst. Bricht dir nicht den Hals? Ja. Fette Laus da. Schaut echt cool aus. Schaut wirklich, wirklich cool aus. Versteckt unter dem Arbeitstisch. Bei den Kissen. Klasse, danke. Okay, es geht los. Jetzt geht's für mich so richtig los. Oh lala, schauen wir mal. Da können wir rauf. Nein. Okay, ich stelle mich gerade ein bisschen an. Landschaftlich wirklich geil. Okay. Da können wir hoch. Da können wir hoch. Ui, da sollte man nicht runterfallen. Okay, was ist da drunter? Ich habe nicht zugehört. Unter dem Tisch? Was? Verwenden Sie bla 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 um zu... Mist, ich habe nicht zugehört. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wir müssen ja nach oben irgendwie, gell? Welches oben war es denn? Fuck, ich habe nicht zugehört. Da ist ein Seil. Sehr. Können wir da noch was mitnehmen? Nee. Was machen wir mit dem Ding? Fuck, ich habe nicht zugehört. Ich bin so ein Horst manchmal. Jetzt lass uns mal nachdenken. Das Ding kann man gebrauchen, um darauf zu kommen. Okay. Na? Okay, damit wird es klappen. Ich drück doch Dreieck. Und jetzt? Vielleicht von der Seite. Oh Gott. Was habe ich denn da verbummelt? Jetzt. Okay, also ein paar Tasten mehr muss man schon drücken, nicht nur Dreieck. Und jetzt, darauf? Ja, sehr gut. Okay, es geht los. Ist da auch noch irgendwas? Nein. L3, okay. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Ja, wie komme ich da hoch? Ich weiß es leider auch nicht. Wir haben das Seil. Da ist der Knast. Von dem müssen wir natürlich weg. Wie benutze ich denn das Seil? Optionen? Schätze? Statistik? Nein. Ah, okay, es wird angezeigt. Gedacht, ich muss irgendwo rauskramen. Und auf geht's. Jawohl, das haben wir geschafft. Und das Seil können wir mitnehmen? Haben wir das noch? Anscheinend ja, sehr gut. Hier entlang. Und das ist wahrscheinlich schon der nächste Punkt, den wir mit dem Seil anvisieren müssen. Genau. Das machen wir gleich wieder. L1 und schwupps. Jetzt müssen wir nur schauen, wo müssen wir uns denn da hinpendeln? Wahrscheinlich so ein bisschen. Ah, okay. Und los geht's. Schönen Bogen. Okay. Okay. Und nu? Kann ich mich da fallen lassen? Nee. Also, wird nichts bringen. Ich laufe mal oben weiter. Dann dahin. Nach oben. Ah, super cool. Ja, geil. Nein, 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 nein. Gar nicht cool. Und jetzt? Jetzt macht er da nicht weiter. Der Affenmensch.
Okay, ich muss mal mich kurz umgucken. Ah, vielleicht kann man rumgehen irgendwie. Ja, okay, richtig. Und jetzt schaffen wir's. Ja, super. Wie geht's weiter? Okay, das haben wir ja vorhin schon geübt. Wahrscheinlich runterrutschen. Vielleicht. Okay. Dr. Vogel? Ich weiß gerade nicht. Ich rutsch mal runter. Jawoll! Und wo lasse ich los? Na, jedenfalls nicht da. Tja, kommt auch mal vor. Nochmal. Runterrutschen. Okay, jetzt habe ich gar nicht gescheit aufgepasst. Oh, schon wieder. Das darf nicht zu oft vorkommen. Also Leute, nochmal volle Konzentration. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen. Ah, ich denke an die Wand da drüben. Okay. Ja, genau. Perfekt. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Perfekt. Und jetzt? Darauf? Geht's darauf? Ja, sehr gut. Und rein da. Aber das ist noch nicht der Turm. Wir müssen da oben hin. Okay. Sprung. Lass mich mal umgucken. Achso, da ist nichts. Und du? Okay. Da geht's nicht weit viel hinauf, oder? Nein. Und da... Oh. Glaubt ihr, können wir da runter? Nee. Können wir nicht. Ah, oh, nochmal. Oh. Okay, nochmal und... Achtung. Nein, zu früh losgelassen. Ja, gar nicht so einfach. Wenn man immer nur Rayman Legends spielt. Achtung. Okay. Jetzt hat. Okay, nochmal. Rauf ging's gut. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Da auch. Und hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf. Jawohl. Wir sind wieder oben. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Denn wenn ich da entlang schlittere, neigt sich mein Leben dem Ende zu. Mal gucken, was hier noch so ist. Runter wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich nach oben. Da oben an der Wand sehe ich schöne Griffe, wo wir uns raufhangeln könnten. Ich will da gar nicht so weit rauf. Weil dann rutsche ich da hinten wieder runter. Okay. Ich weiß nicht wohin. Geht's noch weiter darauf? Ah, okay. Ja, ich sehe was. Ich muss nur gucken, dass ich nirgendwo abstürze. Okay. Vielleicht können wir das nochmal hernehmen, den Haken? Nee. Ich steige jetzt mal da drauf. Wahrscheinlich breche ich ein. Wie geht's weiter zum Teufel? Ich komme da nicht hoch. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, Leute. Hinweis. Klettern Sie hoch. Ja.
Ach, hier hoch, oder wie? Ach, mein Gott. Oh, das ist ja cool mit den Hinweisen. Ich weiß gar nicht, gab es die in den anderen Teilen auch? Ach, wie geil. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Also nicht jetzt. Und jetzt? Anlauf und Sprung, oder? Wie super. Wie super. Okay, wir müssen die höchste Zelle finden. Das ist ja nicht schwer. Die ist ja schließlich ganz oben. Und jetzt? Kommen wir da durch? Okay, der springt da nicht. Noch ein Stück höher. Wenigstens hat er bei uns bis zum Schluss. Sehr cooles Spiel. Sehr, sehr cool. Wirklich cool gemacht. Okay, da können wir uns auch entlang hangeln. Die höchste Zelle. Jetzt lass mal schauen. Ja, sind noch nicht ganz oben. Und, na, was los, mein Lieber? Da will er nicht. Aber vielleicht können wir da so einen Sprung machen. Ui. Wirklich spannend. Dutzende Piraten. Ui. Galgen warteten. Okay. Cool, alles faulig und gammelig. Ja, und rein da. Sprung. Ah, das Spiel ist so geil. Warum ist das hier noch stehen? Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Absolut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Aha. Was passiert da? Da geht's nach unten wieder. Wir müssen nach oben. Kann ich das Seil schmeißen? Nein. Jetzt da hoch? Nein. Schau mal weiter. Da, da zeigt er uns was an. Hier. Oh, okay, da machen wir das mal. L1 und geht das weg? Gedrückt halten. Ich halte gedrückt. Ja, sehr gut. Und jetzt? Können wir da reinspringen oder wie? Probieren wir es mal. Oh ne, das war mein Fehler. Ich hoffe, dass wir da schnell wieder nach oben kommen. Ah, ne. Cool. Das war's. Eventuell wichtig. Okay, heute Nachmittag ließ der Kamerad den vorigen Nachmittag unnötig gewesen hat, seiner armseligen Piratenwaffen sich die Füße windeln. Okay, so hier eine Art Tagebuch. Legen wir es mal zurück oder können wir es mitnehmen? Zurücklegen, drehen. Drehen, okay, cool. Dass man alles machen kann. Gebe links zurück. Und gucken mal, dass wir wieder nach oben kommen. Oh oh. Da bin ich nicht schön genug gesprungen. Und hepp. Aber jetzt. Und rauf da. Und es geht. Das haben wir ja jetzt nicht umsonst zum Einsturz gebracht, oder? Nein, sehr gut. Und raus wieder. Okay. Ui, das ist das Gefängnis. Das ist ziemlich cool. Links oder rechts? Links. Nee, geht nicht. Rechts vielleicht? Okay, weiter. Da sehen uns ja dann die Gefängniswärter hoffentlich gar nicht. Wo ist die oberste Zelle? Einmal hier, hier. Boah, jetzt wird's geil. Mit zum Überhang. Und nochmal. Und... Oh, wie geil. Sam, verpasst echt was. Ist das die höchste Zelle? Ne, ich glaube noch nicht. Burns-Zelle. Oh. Zelle. Yes, sweet. Okay. Okay. Wo fange ich an? Ja, wo fange ich an? Schauen wir uns mal das an. Mond. Chemiesymbole für Gold und Silber.
Okay. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Okay, Notiz. Das ist ein Teil des Symbols. Aha, okay. Alles klar. Da oben sehe ich auch noch was. Da suchen wir auch mal, was gleich finden. Ah, da ist die andere Hälfte. Aha. Also dann. Alles klar. Halt. Wie komme ich da wieder raus? Drehen. Umdrehen. Falten. Okay. Schon besser. Oh. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Na, das suchen wir doch mal. Schütze und Skorpion. Okay, hier wird uns viel angezeigt. Leider nein. Nein? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Okay. Römische Zahl 2. 1, 2. Ach, nein. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Also da ist es schon, genau. L3. Drücken wir uns das mal. Römische 10. Ja, und jetzt? Machst du was? Das doch hier, das Ding, oder? War das nicht das da? Da ist gerade wieder was aufgegangen. Probieren wir das einfach mal alles aus. Aber davor schauen wir nochmal auf die Notiz. Gehen wir mal zurück. Oh, können wir da nochmal drauf gucken? Okay. M um Pfeil. Das schaut doch aus wie dieses M, oder? Nur ist dieser Pfeil. Könnte zum Beispiel auch hier das sein. Ah ne, da ruckelt der da am Stein. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Ja, das machen wir gleich nochmal. Hm. Interessant. Okay, wir gucken uns nochmal die Notiz an. Ja, recht simpel. M und ein Pfeil, grob gesagt. M und ein Pfeil, ein eckiges M. Ah, das ist ein rundes M. Da, hier. M und Pfeil. Da ist das M und da ist der Pfeil. Aha. Aber, was muss ich machen? Ist das hier auch nochmal? Schauen wir uns nochmal die Notiz an. M. M um Pfeil. Also es sind natürlich M um Pfeil, aber ich nenne es so. Hm. Und da steht einmal, der Pfeil ist X. Jetzt suchen wir uns mal das X raus hier. Wo ist denn das X in der Wand? Ich sehe es gerade gar nicht. Hier ist ein X. Versuchen wir mal. Da römische 10. Römische 10, ja. Nichts. Nichts, okay. Was habe ich falsch gemacht? Was stand nochmal im Brief? Und römisch 11 ist dann das, oder wie? Wie schaut die 11 aus? XI. Da, nee. Was zeigt er da an? Aha. Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Römische 2? 1, 2. Römische Zahl 2. Passiert da was? Nein. Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Habe ich doch schon. Die haben wir doch vorhin schon hergenommen, die römisch 10. Das machen wir nochmal. Römisch 10.
Na? Zeigt es nicht mehr an. Zeigt immer die 1 an. Nein. Nein. Okay. Probieren wir jetzt alle durch, oder wie? Leider nein. Leider nein, sagt er. Ich weiß nicht weiter. Das war doch ganz simpel bis jetzt. Umdrehen. 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 Drehen. Das haben wir doch schon alles gesehen. Hm. Zurücklegen. Jetzt gehen wir nochmal hier, was war's? Römisch 10. Wo ist die Römisch 10 hin? Da ist die Römisch 10. Aber die kann man auch gar nicht mehr drücken. Und das andere war Römisch 11, oder? Genau. Sehe ich hier gar nicht. Doch, da ist die... Nee, das ist nicht Römisch 11. Die sehe ich hier gar nicht. Ich sehe die 9. Okay. Okay, bin ein bisschen verwirrt gerade. Drücken wir mal die ganzen Dinger. Stimmt in irgendeiner Reihenfolge, aber was ist das? Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Nee, erst drücke ich alles. Nein. Jetzt hat. 10 und 2. Aber. Hä? 10 und 2. Ja, warum weiß ich jetzt gar nicht. Sieh sich das einer an. Ah, ein christliches Symbol. Der Inri. Oh, schön. Digna factis recipimus. Okay. Schaut ja wirklich schick aus. Zurücklegen. Ist da noch was drin? Schlüssel, nee. Nimm mit. Nimm mit. Dann mal zurück. Dann mal zurück. Okay. Aber ich habe es trotzdem nicht verstanden, Leute. Ich denke mal, ich habe da irgendwo einen Denkfehler drin, oder? Muss mir das nochmal nachgucken. Naja, okay, hau mal ab. Der spanische Knast. Ich sollte aufpassen. Brechen wir gleich irgendwo ein. Wo müssen wir den Haken hinschleudern? Da. Dann machen wir das auch. Und jetzt lassen wir uns da langsam runter, oder? Achtung. Und abwärts. Und abwärts geht's. Ich hab das Gefühl, da gibt's noch eine böse Überraschung. Oh ja, und Sprung. Oh, ich bin am Grübeln, warum ich das jetzt nicht gecheckt habe mit diesen römischen Zahlen. Das ist doch saublöd. Wo muss ich hin? Da nach oben. Ui, ui. Hier heißt's balancieren, balancieren. Ui, ui, ui. Schnell, schnell, schnell. Und? Was zappelt da so, der Gutste? Irgendwie hängt's? Nein. Ich kann gerade nichts machen. Ach doch. Okay. Und jetzt?
da wieder runterrutschen und springen, oder? Auf ein neues. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Und raus hier. Kräftig drücken, Nathan. Drück, 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 drück. Okay, wir sind wieder draußen. Grandios. Und jetzt, wo geht's hin? Hier sind wir jetzt. Alles klar. Da hinten steht schon der gutste Mann, der uns da bewacht hat. Mit dem Quatschen? Vargas. Vargas. Was ab? Ich will einen Anteil. Hä? Träum weiter. Da wollte ich doch gar nicht runter. Gehen wir wieder rauf. So. Hier müssen wir wieder weg. Und zwar mit einem beherzten Sprung dahin. Nein. Jedenfalls nicht mit so einem beherzten Sprung. Aber probieren wir es nochmal. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Okay. Aber jetzt. Balancieren wir da mal schön vorsichtig entlang. Und heps. Und lass mal gucken. Ich weiß nicht wohin. Wohin? Ah, hier. Wir müssen da runterrutschen. Und dann. Nein, nein, nein. Jawohl. Eieieiei, das habe ich verduselt. Nochmal. Der Ansatz war richtig, der Sprung war scheiße. Achtung, nochmal. Und. Ach, scheiße. Nein, nein, nein. Okay, und jetzt? Wo muss ich hin? Ah ja, ich sehe schon. Ah, ich darf nicht loslassen. Nochmal, Leute. Nochmal, nochmal, nochmal. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Ach, scheiße. Nein, nein, nein. Und L1. Und am höchsten Punkt. Nee. Ich glaube, ich muss das anders machen, bevor ich da noch 25.000 Mal drauf klatsche. Einmal gucken. Eins ist klar, es muss dahin. Drum folgendes. Einmal hier. Und wo pendelt der uns hin? Ja, stimmt schon. Okay, man muss einfach nur ein bisschen Geduld mitbringen, dann klappt es ohne Probleme. Okay, hier sind wir. Und wie geht's weiter? Und hier wieder rauf, oder? Da über die Mauer? Nee, willst du nicht über die Mauer? Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Wir sind angekommen. Hinter der Mauer, was ist hinter der Mauer? Muss doch auf die Mauer, das ist doch das Einzige, was irgendwie Sinn gibt. Nö. So schlechte Rundumsicht. Jetzt gucken wir mal. Wo ist was? Da runter wieder? Nee, das ist todbringend. Wir müssen auf die Wand. Da gibt es wieder schöne Griffe. Aber? Wo ist der Einstieg? Ich bin am Überlegen, liebe Leute. Ich bin am Überlegen. Wir müssen da hoch. Vielleicht ist der so die Superman-Kräfte, dass er da einfach die Wurzeln raufkommt. Nee, auch nicht. Was mit dem Turm? Den Turm müssen wir wahrscheinlich erstmal irgendwie besteigen. Ja, alles klar. Weil manchmal ist es halt wirklich das Naheliegendste. Okay. So muss es laufen, genau. Recht hat der Mann. Genau.
Und Sprung, Sprung, Sprung. Ja, das macht einfach das Spiel aus. Und dann nein, oder? Zum Springen, das ist ja einer, oder? Ach, das ist dieser Vargas. Okay. Okay. Erstmal umgucken. Aber dann machen wir das mal. Okay. Okay, okay, okay. Da sind wir. Hast geschafft. Da sind wir. Okay. Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Okay. Naja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Ja, und jetzt geht's wieder ab in unsere Zelle, oder wie? Man ist gespannt. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Oh, es wird um Zigaretten gewürfelt. Suerte de principiante, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Jetzt wird Business gemacht. Ich bin fertig gemacht, bist du, okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel okay. Weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, wo geht's hin? Im Knast hatten wir nicht so viele Möglichkeiten. Wäscherei. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Ach, hat das doch mitgenommen. Darf ich? Sei vorsichtig. Stand doch, hat doch zurückgelegt, oder? Aber ist ja auch wurscht. Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Story ist echt cool von dem Spiel. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb.
Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sale! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Ja, es geht weiter mit einer wunderbaren Schlägerei. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir uns hier auch was auf die Reihe kriegen. Eieiei. Achtung, können wir dem noch eine mitgeben? Nee. Oh. Hier ist ja jeder gegen jeden. Uiuiui, hier ist wirklich durcheinander. Und den nächsten. Nein, der hat mich. Komm, dem hauen wir noch eine rein. Können wir dem richtig die Birne einmanschen? So, zack. Okay, Schlägen auszuweichen. Okay. Was haben wir gemacht? Halten. Achtung. Hier ordentlich was los. Das ist ein bisschen Ding, die heißt unübersichtlich. Ich weiß gerade gar nicht, was da alles zu tun ist. Aber jetzt wird es, glaube ich, weniger. Noch einer. Ah ne, die sind sogar zu zweit. Zack. Die müssen wir doch alle mal wegmanschen jetzt. Der hat mich. Okay. Zack. Und dann tun wir sie erstmal in die Waschmaschine. Wo ist noch einer? Da ist noch. Da sind noch zwei. Wie viele sind denn das? Die stehen ja alle immer wieder auf. Das ist ja furchtbar. Komm mal da raus. Ich drücke. Und jetzt manche ich dem die Birne weg. Und umgekehrtes Spiel wieder. Oh, jetzt habe ich schon lange nicht mehr getroffen. Jetzt wird es dann, glaube ich, dann doch. Na. Und raus. Oh Leute, was ich die Tasten hier wegdrücke, es ist ja unglaublich. Alter Falter. Oh, komm ich da raus. Oh nein, ich drück wie ein Wahnsinniger. Jetzt hat. Hey, lass los. Okay. Gut, espera. Ja, basta de hablar. Das hat aber nicht gut geklappt. Zack, doch. Ach, der Vargas ist da. Der ist gut bewaffnet. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. Aliense. So. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Ist das Schmuggelware? Cállate. Für wen hältst du dich? Ui, jetzt sind wir erwischt worden. Trae los gringos a mi oficina. Ab ins Büro. Und nu? Déjanos. Ja, Wahnsinn. Was ist denn hier alles geboten? Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas, im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Okay. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich.
Mhm. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm ich noch einmal so. Uiuiui. Uiuiuiuiuiui. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Du musst wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört das zum Plan? Oh, Wahnsinn. Folgt mir. Ja, Leute, hier geht's ja richtig böse ab. Ich schlag vor, an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.